Willkommen, meine Lieben. Heute machen wir mal ein Szenario hier. Kampf der Kuriere. Da geht es auch um die Post. Und schauen Hört wir sich doch doch eigentlich mal. mal ganz lustig Sehr an. geehrte Miss Paloma Nur bin ich Valente, eigentlich der wir Freund, freuen kein uns, Freund Sie von zum ersten Kampagnen. großen Ich ziehe über Postorder sowas einzudrücken. knallhart nur durch. Aber wir wollen das natürlich schaffen, weil dafür gibt es nämlich Punkte. Dann können wir was freischalten. Und wenn wir das auf Gold schaffen in 3 Stunden. Jetzt machen wir hier Schiri. Jetzt sind schon die ersten 10 Sekunden um, nur wegen dieser. So, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, außerdem muss ich das ja alles noch umbauen. Ja, da sehe ich jetzt schon, dass mir das jetzt nicht gefällt. Gut, Keine schlechte Ausgangsbasis, aber ich muss erst den. ich muss jetzt erstmal eine Orientierung finden. Also, wir müssen die Stadt nochmal umbauen. Es geht um Post. Ich soll eine Post bauen. Also, allein die Stadt gefällt mir schon mal vom Aufbau her nicht. Was ist, wenn wir das Postteil ein Stück weiter nach rechts am besten da reinstellen? Das ist doch viel cleverer. Oder dahin. Ne, da hinten ist die Bings. Naja, da wird es auch gut stehen. Aber wenn wir es da hinstellen, kommen wir eigentlich besser bei weg. Ja, wir bauen das erstmal um. Das kostet ja alles Geld, das ist schlecht. Post. So. Dann, das ist ja alles ganz schön hier und mit viel Deko und hast du nicht gesehen und halt die da in Rumsibums. Aber der Roland, der braucht sowas nicht. Vielen Dank für die Flowers, aber nein, danke. Das ist 7, das ist schlecht. Das gefällt mir schon jetzt nicht. Kriegen wir das jetzt hier besser sortiert, wenn ich den so baue? Mal die Straße oben, Straße unten. Das ja alles gerne noch mal ein bisschen besser verteilen. Das dauert jetzt mal kurz 2 Sekunden. Ich weiß noch nicht wie. Das wird ein bisschen Geld kosten, das Ganze jetzt ein bisschen umzustellen, aber das macht nichts. Sowas macht der Roland gerne. Gut, wir brauchen jetzt noch die Polizeistation. Die muss jetzt auch noch da irgendwo in die Nähe hin. Wo ist denn die Polizei? Muss ich eine bauen? Ja. Wenn wir die hier direkt daneben bauen, haben wir alles drin. Na gut, was ist in dem Rathaus drin? Gar nichts. Steht erstmal nur rum. Gut, alles, was noch rumsteht, brauchen wir auch nicht. Ich hasse immer sowas, wenn sowas steht. So, wo war ich jetzt? Umsetzen kostet Geld, aber das ist Natürlich, schon kommen Sie zu okay. uns. Dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt erstmal Bauressourcen, eine ganze Menge. Oh, das kostet alles Geld. Eieieiei. Jetzt bin ich erstmal glücklich. So, die Grundausstattung gefällt mir erstmal so, wie es jetzt steht. Ist nicht überragend. Hier können wir auch nochmal ein bisschen was anpassen. Wie wäre es mit da mit dem Haus hin? Dann bin ich eigentlich zufrieden. So, wo ist hier haben wir Platz. Das ist nämlich meine Insel. Ich kenne mich hier nämlich gut aus. Ich bin hier zu Hause. Nein, wir bauen das gleich so auf. Den so hin. Den dort gegenüber. So rein oder so hin. So könnte ich ihn perfekt setzen. Dann würde ich ganz gerne den hier unten glatt von der Straße kommen lassen. Den würde ich gerne. Und hier würde ich. Hier muss ich irgendwie so drum rumkommen. Eine Fünfer-Variante wäre nicht schlecht. Oh Gott, das hätte man. Straße. Ich hasse meinen Perfektionismus, der bricht mir immer das Genick, wenn es um Zeit geht. Ich kenne mich doch. Außerdem muss ich das hier erstmal noch ordentlich einstellen. Zack, zack. So, jetzt bin ich erstmal so halb zufrieden. Straße durchziehen. Gut, noch mehr Holz. Damit der Laden erstmal läuft. Hier, noch mal Holz. Mach mal weiter. So. Noch mal Holz? Noch mal Holz. Einmal Holz noch. Hier daneben, da kommen wir aber oben. Oben haben wir noch Platz. Wenn wir das hier ein bisschen clever einteilen, kriegen wir da noch ein bisschen mehr raus. Das heißt, den so hinsetzen, wenn wir den.
oben so dazusetzen, weiß ich nicht, ob der dann noch mitspielt. Willst du uns zuschauen? Ja, das wird schon. Die hätten wir ruhig noch ein bisschen näher ransetzen können. Kann ich mir das leisten, die 2 Meter ranzuschieben, oder meckert er dann rum? Ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche, aber... Die wollen es ja ein bisschen produktiv machen, das Ganze. So, zack, 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 zack. Hier noch ein. Und da noch ein. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, 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 gut. Das hätten wir alles. Post funktioniert. Post haben wir da. Post wird gemacht. Hier ist noch Holz. Das lassen wir erstmal alles so stehen. Lehm. Wir haben kein Holz mehr. Ist hier noch Holz drin? Als ein ja, das ist gut. Oder? Das ist gut. Das nehmen wir erstmal mit. Danke. Ha. Gut, dann wäre es ganz geil, wenn die zwei hier noch irgendwie mit rankommen. Ist noch ein bisschen Platz drumherum. Na komm, die stellen wir einfach hier so mit dazu. Ja, das läuft. Und hier können wir zur Not noch ein Dings bauen. Die lassen wir jetzt erstmal so stehen, das funktioniert. Gut, ich muss noch ein bisschen Holz und Reserve zurzeit haben. Das heißt, den reißen wir da drüben ab, der Rest bleibt erstmal so stehen. Gut, jetzt haben wir Holz. Was braucht ihr denn jetzt alles so? Dings, Dings, Dings. Und nur keine... Oh. Und ihr? Ich wusste, wir schaffen ach, nur das. Bananen. Sehr gut, nur Bananen. Ja, gut. Das ist meine Kaffeeinsel. Woher weiß ich das? Das erkenne ich an diesem Ausläufer hier schon. Eigentlich habe ich es hier schon am Start an dem Fluss erkannt. Ja, diese Beugung, das ist meine Kaffeeinsel. Ich weiß es. Wer meine anderen Spiele kennt, der weiß das. Der kennt das sofort. Wenn du eine Insel mal bebaut hast und die in- und auswendig... Ich könnte jetzt quasi meine eigene Insel instant nachbauen. So, bis hier... Es fehlt Baumaterial. Willst du mich hier? Achso. Warte, warte, warte. Wir brauchen 40 Holz, bitte. Habe ich das jetzt richtig abgepeilt? Aha, wir fangen es nochmal von vorne an, sobald er fertig ist hier. 40 Holz, komm schon. Danke. Gut, das steht schon mal. Jetzt können wir nebenbei nochmal ein bisschen die Stadt sortieren. Jetzt bin ich glücklich. Zack. Der passt leider nicht. Das ist etwas tragisch. Das ist sogar sehr tragisch. Das wäre ganz toll gewesen, wenn der dann noch hätte reingepasst. Aber gut, okay. Nicht so schlimm. Wenigstens das passt. Und den kann man doch umsetzen. Wo setze ich den hin? Ja komm, den stellen wir hier einfach... Einfach da drüben. Passen hier nämlich Häuser hin. Ha! Ja, nicht ganz so wie gedacht, aber... Warte. Warte. Ja, doch, komm. Ist egal. Lass es stehen. Den holen wir hier rüber. Dann reißen wir erstmal die ganze... Die Mauer sieht ja ganz toll aus, aber die brauche ich nicht. Und dann würde ich ganz gerne das hier auch nochmal anders hinstellen. Den hier auch nochmal neu. Den auch nochmal. Den da nochmal. Den hier nochmal. Den dort nochmal. So sind alle im Umkreis. Dankeschön. Jetzt können wir hier außen noch ein paar Häuser bauen. Wir wollen ja hier halbwegs effektiv aussehen. Wenn wir das hier ordentlich machen, kriegen wir hier sogar auch noch ein paar Häuser hin. Ja, aber dann kriegen wir hier außen keine Straße mehr. Das wäre schon etwas ärgerlich. Wie ist es, wenn ich den ein bisschen weiter rüber schäbe? Und das kostet nichts, gut. Jedenfalls nicht so schlimm. Ja, auf die 2 Häuser verzichten wir jetzt. So. Wichtig ist, dass alles in dem Umkreis steht. Na. Und es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Es macht mich fertig.
Ich kann mir das nicht angucken. Ich muss es tun. So wird das nichts mit dem Preis. Aber ich fühle mich sonst nicht wohl. Und weil ich jetzt mich noch unwohler fühle, bräuchte ich nur nach außen, damit hier zwischen noch eine Straße ist. Ah, ich werde hier heute noch geköpft, bin ich überzeugt von. Gut. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Die können wir so bauen. Dann wird das noch... Nee, das machen wir nicht. Obwohl, das könnten wir. Ja, was tue ich denn da? Ja, ich baue hier die Stadt um. Ich bin Perfektionist. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht anders. So, jetzt bin ich glücklich. Jetzt ist schön. So. Andere wollen zusehen, dass sie hier fertig werden und Roland fängt hier an, die Häuser umzubauen. Ja, so ist er halt. Unser Roland. Nix kann er, aber davon eine ganze Menge. Gut, wo waren wir? Ich bin soweit. Versorgung noch eine Minute. Wunderbar, so viel Zeit haben wir noch. Dann, ja, Leute, Geld haben wir. Das ist erstmal schon mal schön. Ja, und jetzt? Holz. Holz läuft. Ich würde den gerne ausbauen. Wie sieht es denn aus mit 20 Holz? Dann Bananen wären nicht schlecht, ne? Bananen dann. Bananen, Bananen, Bananen. Vergessen Bananen. Sie nicht, Ihr Anmeldeformular beim Tageskurier abzugeben. Ja, es ja, mache ich gleich. Ich würde ganz gerne noch vorher die Bananen hier bauen. Können wir den noch einen weiter runterziehen? Ja, theoretisch schon, aber mache ich nicht. Halt. Ich weiß nicht, wie effektiv ich das bauen muss. Ah, jedes Mal, wenn ich mich bisschen verplemper, ist das nicht gut. So, natürlich wird da jetzt nicht mehr drauf geachtet. So, wenn ich das jetzt direkt hier mit einem Zug voll baue, ja, dann deinstalliere ich das Spiel, weil ich dann Cheater bin. Definitiv. Ich muss leider zugeben, ich habe gerade etwas Angst. Oh Mann, das könnte fast klappen. Eieiei. Könnte ich bitte noch ein Holz haben? Danke. Oh Mann. Nein, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Das war aber ganz schön enge. Fast noch exakt. Endings sind, das ist doch super. So, Bananen haben wir ja schon mal. Dann bauen wir jetzt nur noch ein bisschen Tralala. Das bauen wir hier hin. Gut, alles kein Problem. Nächste Abteilung, oben machen wir Mais. Bitte. Dafür brauchen wir eine Quadratlandschaft. Das machen wir sofort. Kriegen wir alles hin. Und zwar, ach, das wäre so zu geil gewesen, wenn der da noch gepasst hätte. Ja, wir brauchen einen mehr, danke. Dann klappt das. Dann kommt der hier hin. Wir bauen jetzt hier eine große Anlage. Und zwar müssen wir dafür 5 freilassen. Ich weiß aber nicht, wie es passt. Unten nach unten 5 freilassen. Müssen wir die Außenlinie mit 5 freilassen. Zack, 1, 2, 3, 4. Kopieren. Wenigstens in eine Richtung zeigen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze kopieren. So rumsetzen. Dann noch einen so setzen. Warten, bis das Holz da ist. Wieso baut er das nicht gleich mit? Danke. Das durchziehen. Dann die Dinger bauen. Passen genau 3 hin. Perfekt. Dann würde ich ganz gerne hier den noch. Überall verloren gegangene Post rum. Ja, ich guck gleich mal, wo hier Post liegen soll. Wo soll ich die denn jetzt finden? Hm? Gut, ich würde sagen, reicht das mal für eine Weile, oder? Ah,
Ach, Standard-Layout. Ich bin der Beste. Muah. Naja, gut, wenn die anderen nicht da sind. Den noch dahin? Ja, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ja, da können wir eigentlich noch einen mehr bauen. Komm, da könnt ihr so ein bisschen hin und her huschen. Gut. 10 Holz bitte. Danke. Das läuft. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Als ein Frachtdampfer, gut, Items. Hier, diese komische Anlandeformulare. Was brauchen wir noch? Was ist das hier? Regeln für Postformular, keine Ahnung. Das ist Anmeldeformular. Und dann brauche ich noch eine lokale Marke. Das ist das hier. Gut. Ja, ich habe 49 Stück davon. Nehmen wir das mal alle mit. Bin schon in der Luft. Kann ja nicht schaden, wenn wir das schon mal dabei haben. Ja, und wo finde ich jetzt hier diese Post? Liegt die hier irgendwo rum? Keine Ahnung, wo die sein soll. Verlorene Post finden. Wo soll ich denn hier verlorene Post finden? Soll ich jetzt hier noch die ganze Map durchsuchen? Guter Nacht. Sammeln Sie Briefmarken. Ja, ich sammle Briefmarken. Geht gleich los. So, Entscheidung. Fang an. Die Jugend von heute ist zu faul mit ihren eigenen Händen. Da können wir lokal im Briefmarken verkaufen. Ja, das ist doch super. Da gehen wir doch gleich hin. Gibt es hier auch vielleicht die Post zu finden, die ich brauche? Oder liegt die im Wasser? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Irgendwo im Wasser. Sorgen Sie für einen steten Postverkehr zu Ihnen. Ja, was haben wir hier eigentlich? Noch Inseln. Oh cool, hier stehen Lufthafen. Oh, das ist meiner. Okay, steht noch einer. Das ist auch meiner. Hier hinten? Hier hinten ist keiner. Gut. Hier ist auch keiner. Gut. Oh, ich soll hier dann also mehrere Inseln besiedeln. Ja, mal gucken, wie es so läuft. Die würde ich ganz gerne als erstes machen. Ich will nur mal planen. So ein bisschen. Also da wäre das Ding ganz gut, wenn es hier steht. Dann stehst du aber im Weg. Perfekt. Scheiße. Das kostet 4.000? Naja gut, ein Glück haben wir noch 53.000. Ist ja gar kein Problem. Bauen Sie einen Lufthafen. Ja, bei Gelegenheit. Hier, Marken. Da, verkauft. Ich freue mich jetzt so der Beste? Sehr über deinen Besuch. Suchen Sie verlorene Post. Ja, demnächst. Bereit für Ihre Lieferung? So, liegt die hier irgendwo rum? Da liegt Post. Das muss sie sein. Ja, verlorene Post. Sehr gut. Ich habe Post gefunden. Hab doch gesagt, da lag doch irgendwas rein. Nur nicht dämlich. Gut, das steht hier zwar alles dekomäßig, das lassen wir alles auch so stehen. Gut, wir haben wieder ein bisschen Holz. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal einen auf dicke Hose machen. Und ein paar Häuser verbessern. Gut, wunderbar. Jetzt würde ich uns das gerne noch ein bisschen erweitern. Möglichst so, dass wir hier noch mehr Häuser haben. Dann brauchen wir bestimmt jede Menge Luftschiffe. So sehe ich das nämlich. Ich stehe im Umkreis, ihr nicht. Ich stehe also nur außen, so ein bisschen als Deko. Ist in Ordnung. Können wir mit leben. Dann stellen wir hier noch eine Feuerwehr hin. Dann sind wir da erstmal glücklich. Gut, Bauticks für Aluminium. Alles klar. Ihr kommt hier weg. Wir haben da drüben genug Holz hingebaut. Der andere darf auch nochmal stehen bleiben, noch ein bisschen. Aber hier kommt jetzt erstmal eine Linie lang. Ich weiß nicht. Na los, komm. Falls wir da noch ein bisschen erweitern wollen, können wir das gerne tun. Aber bis da, ja, es ist... Ja, wir lassen es jetzt stehen. Komm, jetzt haben wir damit angefangen, jetzt müssen wir es auch zu Ende bringen. Den stellen wir jetzt dahin und dann bauen wir hier erstmal die Mine auf. Die produziert alle 10 Sekunden. Yo! Kennen wir ja schon den Spaß. So viel können wir da gar nicht aufbauen. Ach, Stahlträger, siehst du? Die müssen wir auch noch aufbauen. Oh Gott, oh Gott. Das ist mal Aluminium. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Sorry. Ich würde sagen, zwei reichen erstmal, oder? Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit zwei. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Ach, wir haben ja gar keine Kohle. Stoppt die Produktion. Halt mal kurz an. Oder haben wir Kohle im Lager? Ich glaube nicht. Wo sollen die herkommen? Ich sehe hier keine Kohle. Wir brauchen Kohle und wir brauchen mehr Leute.
Sonst sind hier gleich rumgeweint, weil wir die Mission nicht geschafft haben. Na gut, machen wir das erst fertig. Da wird der Papa das so bauen. Fürs Erste, hier oben kommen auch nochmal 6 Häuser hin. Und dann... Oh, ups. Ich reiß ihn ab. Gut, da drüben läuft eins, hier läuft eins und hier ist auch noch eins. Gut, das könnten wir auch noch anschließen. Tun wir das doch machen. Dann machen wir hier noch Holz. Genau, und bauen den dann so, dass wir den dort so hinsetzen können, damit wir hier die Straße drumherum ziehen. Lehmhütte. Jetzt könnten wir hier 2 daneben bauen oder auch 3, je nachdem wie wir lustig sind. Ja komm, bauen wir das so? Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Holz. Wie läuft das eigentlich mit dem Holz? Sind wir mit dem Holz jetzt eigentlich dran? Holz, 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 Holz. Gut, wir könnten hier theoretisch auch noch einen mit Holz reinhauen. Nee, der passt da nicht so gut. Den lassen wir mal lieber. Oh, gut, aber der läuft. Der macht das jetzt. Da muss auch noch leben. Den müssen wir auch noch ausbauen, sonst wird hier nämlich nicht alles abgeholt. Allerdings haben wir nicht genug Holz. Wir brauchen noch mehr Holz. Obwohl es eigentlich, wir haben ja eigentlich, also 6 laufen jetzt hier. Also wenn wir nicht genug Holz haben, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich irgendwas verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5 auf 6. 6 auf 6. Alles gut. Oh, da haben wir Häuschen vergessen. War zu spät, ja. Los, stopp, schade. Hat Holz gekostet, so ein Ärgernis aber auch. Kohle, 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 Kohle da. Eisen da, wunderbar, nehme ich an. Klasse. Vorwärts. Ich weiß nicht, ob wir die Goldmedaille schaffen. Also, ich gehe jetzt einfach mal von aus, ja, warum nicht? Es sei, sie haben es wirklich mal schwer gemacht, die Goldmedaille. Wollen wir das so bauen? Ach, da bin ich mir noch ganz unsicher. Gehen erstmal so rüber. Und na klar, ich brauche ja 20 Holz dafür. Zack. Den so, dann müssen wir erstmal gucken. Ich würde das ganz gerne hier glatt kriegen und dann so. Dann schließen wir den so an. Das passt nicht. Dann bauen wir es so. Dann kommt hier das A-Hörnchen hin. Und hier das Ich B-Hörnchen sehe hin. ja, wie es ist. Niederlage? Willkommen in der Welt von heute, meine Freunde. Nein, haben wir doch geschafft. Ist alles gut. Ja, machen wir das Kein Gehöft, chronologisch. kein Weiler. Oder Bananen zu haben lokale Unterfutale. Briefe, lokale Post, wir Diese haben doch alles da. Vernichtungsunterlagen sind das. Das ist ja Sie mit easy. Ihren verrückten Ideen. Was mache ich jetzt mit der Post? Also mit dem komischen verlorenen Liste hier, was auch immer. Denn schon in der Ich meine, Luft. wir werden erstmal die lokalen Briefe hier verteilen. Das ist ja kein Ding. Ja, das kriegen wir hin. Gut, das hätten wir alles. Oh verdammt, haben wir wieder ein Haus vergessen. Mein Gottchen, nee. Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Hätte da noch ein Haus angepasst? Nein, gut. So, das sieht doch schon mal so aus, als wenn wir das hier alles mit Planung und System gemacht haben. Bam, alles drumrum. Hier drüben ist noch ein bisschen Platz. Da kommt der Roland aber schnell vorbei. Nutzt diesen Platz aber nochmal richtig hart aus. Na komm. 3 Häuser, oder? Ja, so hat der Papa das Es ist gern. ja sehr gut gemacht. Ja, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ach, die Briefe. Ja, Was easy. machen wir jetzt? Brauche ich nicht. Wo habe ich die denn jetzt her? Keine Ahnung. Hier, nimm mal, pass mal drauf auf. Augen Ja, gehen. Oh komm mal ja, ich dahin. bin in einer Minute da. Sehr gut. Alles klar, das hätten wir. Ich überlege gerade, wie ich die Ecke da noch rauskriege, aber da fällt mir nichts ein. Da haben wir eine Feuerwehr. Da oben hätte ich ganz gern noch eine Feuerwehr. Und hier wäre auch noch gut, ja, wenn wir da noch eine Feuerwehr hätten.
Vielleicht stellen wir die auch so hin. Dann können wir nämlich hier drumherum noch eine Straße ziehen. Und noch ein paar Häuser hinbauen. Einfach so just for fun, weil ich's bin. Gut, wie geht's denn euren Tortilla-Bäckereien und so? Das sieht ja noch erstmal ganz gut aus. Da müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern, ob die Sache jetzt akzeptabel ist. Gut, nix kann abfackeln. Das haben wir fertig. Wo waren wir jetzt? Ach ja, hier drüben. Passt hier irgendwo eine Feuerwehr hin? Ja, danke. Vor uns der ganze Verein hier abfackelt. Stallträgervereinigung. So, das hätten wir. Aluminium, das läuft jetzt. Das kann jetzt loslegen. Wie lange brauchst du? 1 Minute 30. Gut, das heißt, wir können davon 2 anstellen, weil die Kohle müsste davon eigentlich ausreichen. Hola. Frage, brauchen wir noch mehr Aluminium? Ja, rein theoretisch. Gibt es hier drüben ein Aluminium? Ja, also wir könnten hier so einiges holen. Aber hier will ich noch eine Stadt aufbauen. Dann haben wir eigentlich unseren Verkehr. Es kommt darauf an, wie lange wir jetzt für alles brauchen. Für wie wir unseren Verkehr hier nutzen. Ich hätte gern etwas Verkehr. Das hört sich auch immer irgendwie pervers an. Egal, was man sagt. Das hört sich schlimm an. Gut. Das hätte ich gern ähnlich aufgebaut wie bei mir zu Hause. Das heißt, wir bauen das so und bauen das so. Dann nehme ich mir jetzt einfach... Wollen wir noch Bananen anpflanzen? Ne, Bananen schmeißen wir einfach irgendwo zwischen. Aber Dings würde ich hier ganz gerne noch aufbauen. Guck, das war doch jetzt erstmal schon mal ganz gut getimed. Nicht perfekt, aber... Sag jetzt nicht, es fehlt ein... Oh. Ein Glück habe ich mich hier verzählt, Gott sei Dank. Das hat mich jetzt wieder aufgeregt, danke. Es muss nicht schön werden, es muss nicht schön werden. Immer dran denken, es muss nicht schön werden. Es muss keinen Schönheitspreis gewinnen, es reicht, wenn es einfach nur dasteht. Gut, wunderbar. Wir brauchen noch Rinderanlage. Ja, die können wir hier so unter irgendwie. Wie wäre es, wenn wir das hier nochmal ein bisschen geiler angehen? Hm? Ich würde gerne die Brücke nochmal neu setzen, aber die kostet so viel. Na, dann lassen wir es so stehen. Oh Gott, Rinderfarm. Oh Gott, wie war das Layout? Ich weiß es nicht mehr. Ich will es ungefähr gerade haben, aber ich weiß noch nicht wie. Ich kann es nicht an die Ecke setzen, also kann ich schon. Kann das so, dann müsste ich es aber umdrehen. Nee, das wird schon, das ist schon okay so. Oh Gott. Rinderfarm Layout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das nehmen wir so. Scheißegal. Kopieren. 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 Als wenn ich es geplant hätte. Kommst dir ganz schön toll vor. Ein bisschen. Wenn wir das jetzt cool bauen, kriegen wir dann noch einen. Bin der Beste. Manchmal. Hey, Experte, wo kommen die jetzt her? Abholen? Klappe. Ich krieg das hin. Da überlege ich mir noch ein bisschen was. Das steht erstmal so gut da und das ist erstmal schon mal in Ordnung. 6 Stück. Ja, das läuft. Da haben wir uns um 1 verzählt, das macht aber nichts. Gefällt mir so sowieso ganz besser. Besser. Den jetzt bitte so. Dann den da so. Und noch einen. Komm. Dann müssen wir jetzt aber noch mit Mais ein bisschen nachlegen. Weil das wird nicht reichen. Ich hoffe, die haben den Verhältnissen nichts geändert, aber da gucken wir lieber nochmal nach. Ich traue der Nummer nämlich nicht. 30 Sekunden, das heißt eine Minute, dann brauchen wir bei 6, weil eine steht noch hier unten. Bei 6, also bei 3 brauchen wir 6, unten stehen noch 2 Farmen, das heißt wir brauchen hier mindestens 4. Und da ich ein Freund von Überproduktion bin, werdet ihr gleich erleben, dass noch eine Farm extra kommt. Und dann kann es hier richtig losgehen. Dann haben wir erstmal genug Produktion, das ist wahrscheinlich viel zu viel, ja ich weiß. Aber der Roland, der kann es nicht anders.
Weil wir haben das Geld dafür. Jetzt können wir loslegen. So, hier verkaufen. Easy going. Haben wir geschafft. Kein Problem. Wir fahren fort. Und hier sollen wir jetzt noch einen Lufthafen setzen. Wie viel kostet der denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Holz. Stahlträger. Total Aluminium. Steht das irgendwo? Keine Ahnung. Hier, fahren Sie mal hin, testen Sie das mal. Das wird ein Spaziergang. Testen Sie mal. Ich will mal wissen, wie viel das jetzt, was man da bauen muss. Ich weiß, es kostet Geld, aber es muss einfach gut aussehen. Gut. So, also egal was jetzt passiert, wir können jetzt eine zweite Insel aufbauen. Sollen wir noch ein paar mehr? Nee, arbeitskräftemäßig wäre das jetzt nicht so clever, wenn wir da noch ein paar raufhauen. Sei denn, wir übertreiben das jetzt und bauen hier nochmal zwei Häuser mehr. Schiff unter Beschuss. Das ist nicht gut. Warum wird denn mit Schiff beschossen? Wer schießt denn hier? Hey, was soll denn das? Das ist ja mies. Wer hat denn hier die Flakstellung aufgebaut? Ist ja eine Unverschämtheit. Bereit für Ihre Lieferung? So, ich will nur mal kurz gucken, was ich brauche für die Insel. 18, 1 und so eine Urkunde. So eine Urkunde habe ich. Sehr schön, die habe ich dabei. Bin schon in der Luft. Halt. War nicht so schnell. Wo bist du denn? Warte doch auf mich. Wow, hat der einen Affenzahn. Ja gut, aber solange du weit rechts bleibst, ist die Welt in Ordnung. Schön rechts an dem Dings vorbei. Dann ist alles gut. Jetzt fahren wir in die zweite Flaggstelle. Habe ich irgendwie das Gefühl. So, Holz. Wir sind dabei. Das läuft.